ans Revier. Das hast du schon gesagt. Hast du heute früh schon gesagt. Möchtest du mitkommen? Nein, möchte ich nicht. Ich habe Tai Chi-Kurs. Der ist erst morgen Abend. Ich möchte nicht mitkommen. Mir ist nicht nach Jagd. Mir ist nach Tai Chi. Eines Tages wird sie über dich herfallen wie ein Kung-Fu-Krieger. Lautlos und endgültig. Ja. So wird das sein. Was machst du am Wochenende? Weiß ich noch nicht. Geh du. Vielleicht ist es dein Freund. Fragt sich nur welcher. Ja, Trautmann? Ich bin's. Können Sie reden? Nein, nicht. Können Sie zuhören? Ich mach's kurz. Nein, auch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Telefondrücker wollte, dass wir Geld anlegen. Manchmal glaube ich, du lügst. Aber dann denke ich mir wieder, das kann sie ja gar nicht lügen. Ich habe einen Freund. War nur ein Scherz. Was ist daran komisch? Da hört der Spaß bei Männern auf. Ach bitte, sagen Sie doch Ihrem Freund, dass wir sein Fahrrad wegstellen. Es entstehen vielleicht morgen früh zwei dort. Ich mach das. Ich bin's. Sind Sie jetzt allein? Was wollen Sie zuerst hören? Hör mal, dein Rad ist gar nicht da. Was? Mach mich nicht wahnsinnig. Obwohl. Komm mal her. Na komm schon. Kann man schon was merken? Nein, kann man nicht. Aber gleich? Darf ich mich vielleicht noch ausziehen? Das mache ich schon.
Um 21.30 Uhr haben die Personen das Licht gelöscht. Zu diesem Zeitpunkt habe ich meine Beobachtungen eingestellt, bin in die Stadt zurückgefahren. Ankunft 21.10 Uhr. Andrea, die Kinder stören mich. Komm, Kinder, raus. Schnell. Komm. Ich fasse noch einmal zusammen. An Teilen der vergangenen 4 Wochenenden habe ich im Zusammenhang mit Viola Passauer Herrn Trautmann zu Gesicht bekommen. Es handelt sich immer um eine und dieselbe Person, mit der sich Frau Passauer getroffen hat. Philipp Weingart, 26 Jahre, Physikstudent. Adresse haben Sie. Fotos habe ich keine neuen mehr gemacht. Rechnung lege ich bei. Heute ist Samstag, der 26. Kannst du dir auch einen Unfall vorstellen? Ach, du meinst einen Fehlschuss oder was? Ja, ja. Ja, möglich. Viola Passauer, Moment, geboren. Moment. Die Kollegen haben dir alles aufgeschrieben. Hier. Und, wo ist sie jetzt? Sie haben sie in die Klinik gebracht. Sie hat einen Schock. Hier ist die Adresse von der Klinik. Und die beiden gehören zusammen? Ja, er war ihr Freund. Also das Geschoss ist hier rein, durch den Brustkorb durch und da wieder raus. Es war ein Gewehrschuss. Aus dem Wald da drüben. Na, den findet man den Geschossrest. Hab ich schon. Woher? Ein Jagdgeschoss. Steckte im Baum, in der Rinde. Den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Sag mal, habt ihr schon einen Namen von dem Toten? Ich nicht. Schau mal. Ja. Ich schon. Philipp Weingart. Aha. Zwei Reisetaschen, beide mit Adressen versehen. Die brauche ich. Wer hat uns angerufen? Der steht da hinten und wartet. Der hat den Schuss gehört? Ja, aber nur einen. 3 Minuten später war er da. Hol ihn her. Die Adresse des Toten, Philipp Weingart, Herr Wessling. Waisenhausgasse 28, bei Schatnick, München, Telefon 53. Brauche ich nicht. Sagen Sie doch bitte noch mal, wie lange hat das gedauert, bis Sie da waren? Ich schätze so 5 Minuten ungefähr. Schau mal, das hier. Ja, das wird ja wohl sein. Das ist Herr Wessling. Aber es waren doch eher 5 Minuten, bis er hier war. Ah, guten Tag. Tag. Sie haben einen Schuss gehört. Ja. Kennen Sie den Toten? Nein, also. Ich glaube nicht. Na Mensch, spricht denn mal jemand mit mir hier? Ja, na, hallo, hallo. Hey, ja, Mensch, na endlich. Ja, wo ich bin, wo soll ich sein? Natürlich unterwegs zu euch. Nein, nein, der Weg ist schon richtig. Da ist ein Gasthaus mit Pension. Genau. Und da wartest du bitte auf uns. Ja, die beiden haben da übernachtet. Wie jetzt? Wieso warten? Ach, ich darf auch alleine anfangen. Da hab ich ein Glück mit euch. Ja. Okay, bis dann. Ich denke mir, wo ich meinen Job gelernt habe, Mensch. Ich fasse es nicht. Ich brauche ein paar Leute. Ja, wusste ich doch, dass du mit sowas ankommst. Wie soll ich denn sonst im Wald die Patronenhülse finden? Vielleicht hat er sie weggeschmissen. 50 Mann mindestens. Das mit dem Geschoss ist ein unwahrscheinliches Glück. Ja, ja. Die junge Frau ist schwanger.
Ja, und? Ich habe in Ihrer Reisetasche einen Attest gefunden. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Mit Sicherheit hat er ein Zielfernrohr benutzt. Das interessiert mich schon mehr. Das Kaliber ist 8 mm, ein weit verbreitetes Jagdkaliber. Besser? Ist ja gut, du kriegst deine 50, Mann. Du hättest mitkommen können, anstatt mir nachzuspielen hier. Dino, komm. Ich spioniere dir nicht nach. Es gibt nichts mehr über dich zu erfahren. Nichts, was ich nicht schon wüsste. Mein Gott, wie kann man nur so eifersüchtig sein? Das ist keine Eifersucht. Nicht mehr. Und? Was ist es dann? Wut und Trauer über verlorene Jahre. Ja, hallo? Viola? Ja, ich höre dir ja zu. Was ist denn los? Bleib, wo du bist. Ich hole dich gleich. Wieso ruft sie dich an? Es ist jemand erschossen worden. Ich habe es nicht genau verstanden. Sie ist in der Klinik. Ist sie verletzt? Nein. Muss sie dich anrufen, nur weil du ein Verhältnis mit ihr hast? Warum hältst du mich nur für so naiv? Das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt vorbei. Kann ich 3 Kaffee haben, bitte? Ist Ihnen inzwischen was eingefallen? Tja. Vielleicht war der Schriftsteller. Er hat nämlich immer geschrieben. Ja, nee, das meine ich nicht. Ich meine seinen Wagen. Tja, die kennen mich doch nicht so aus. Vielleicht der Ostwagen. Was haben wir da? Lada, Skoda, Trabi, was gibt's noch? Am liebsten würde ich das jetzt auswürfeln. Danke für den Tipp, aber das geht bei uns leider nicht. Und der hat gemordet. Wissen wir nicht. Werden wir rausfinden, aber. Wo bleiben denn die Stockwürst? Wer hat denn gesagt, dass wir Kaffee trinken wollen? Ich. Wo ist denn der Heimann? Er fährt den Wagen von Frau Passauer in die Stadt. Mhm. Der Mann war jeden Freitag hier, nachmittags bis abends. Und der hat Fotos gemacht von den beiden. Ich hab noch was vergessen, Herr Kommissar. Süßstoff haben wir ihm bringen müssen. Den können Sie mir gleich geben. Und der Wagen? Ein Skoda war's. Aber ein ganzer alter. Na, das ist doch schon mal was. Danke. Bitte. Und wenn Sie noch was brauchen, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Komm zu mir mit denen. Ja, ich komm schon. Wir wollen zu Viola Passauer. Wissen Sie, wie es ihr geht? Da können Sie nicht einfach hin. Oh doch, wir können. Wir sind Ihre Pflegeeltern. Die Polizei hat gesagt, wir sollen niemand zu ihr lassen, bis sie da sind. Viola. Was ist passiert? Fass mich nicht an. Viola, was ist los? Philipp ist tot. Philipp, wer ist Philipp? Mein Freund. Lass uns allein!
Weißt du, wer ihn umgebracht hat? Nein, woher? Du kannst nicht verlieren, hast du gesagt. Du hast ihn getötet. Bist du verrückt? Ich kenne keinen anderen, der einen Grund dazu hätte. Viola, ich kenne deinen Freund gar nicht. Du lügst ununterbrochen. Nein. Natürlich kennst du ihn, du hast uns doch die ganze Zeit beobachten lassen. Viola, ich schwör's. Nein. Viola, was denkst du von mir? Du hast ihn getötet, so wie du auch Tiere tötest. Entschuldigung. Sind Sie von der Polizei? Ja, sind wir. Viola liegt da hinten, ich bin ihre Mutter. Sagen Sie mir bitte, was passiert ist. Ihr Freund ist erschossen worden. Mehr haben wir noch nicht erfahren. Ist noch jemand drin? Wer sind Sie? Mordkommission. Mein Name ist Kress, ich bin Kriminalbeamter. Ja, Frau Passauer, Sie tun mir sehr leid. Sie haben Ihren Freund verloren, das ist furchtbar, ich weiß. Aber können Sie reden? Bitte, versuchen Sie es. Erzählen Sie mir einfach, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Philipp stürzte von seinem Rad. Dann bin ich hingelaufen und er war tot. Na, irgendjemand hat auf ihn geschossen. Und wir wissen überhaupt noch nicht, in welcher Richtung wir anfangen sollen zu suchen. Also bitte, helfen Sie uns. Wer könnte auf ihn geschossen haben? Und warum? Woher soll ich denn das wissen? Haben Sie einen Schuss gehört? Ich weiß es nicht. Philipp war der liebenswürdigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Das sind Ihre Eltern da draußen, ja? Nicht meine richtigen. Ich bin bei ihnen groß geworden. Warum schauen Sie mich so an? Ach, sehen Sie, die meisten Tötungsdelikte sind reine Beziehungsgeschichten und... Ich habe Philipp nicht umgebracht, wenn Sie das meinen. Nein, um Gottes Willen, das meine ich auch nicht. Bis vor 3 Jahren hat Viola bei uns gelebt. Ihre Eltern sind vor 12 Jahren ums Leben gekommen. Bei einem Unfall. Und sie arbeitet bei ihrem Mann? Bernd? Ja, ja. Wenn sie Zeit hat. Neben ihrem Studium. Ja. Und Sie kannten den Freund von Frau Passauer nicht? Sein Name war Philipp Weingart. Ich glaube, sie kannten sich noch nicht lange. Bernd, sagst du bitte was? Nein. Was nein? Ich glaube, sie kannten sich noch nicht lange. Hallo? Was machen Sie denn da? Ich schau nur so. Haben Sie das da eingezeichnet? Nein. Aha. Ja, dann nehme ich das Bandmaß wieder mit. Das hat er vergessen. Wer ist er? Der Herr Trautmann.
Dann fangen wir mit dem Unbekannten mit dem Skoda an, oder was? Ich meine, was willst du denn sonst machen? Kannst du einen ja richtig aufbauen. Ihr habt ja keine Ahnung. Es gibt 100 Skodas in der Stadt. Ältere. Hm. Warum starrte der mich so an? Wer? Na, der Trautmann. Hast du ihn nicht gesehen? Ja, doch. Das hat mich ganz kribbelig gemacht. Ich brauch mal die Adresse von dem Toten. Der Weingart hat bei seinem Großvater gewohnt. Riedmann ist schon unterwegs. Wieso fotografiert der die beiden? Wer? Der Mann im Skoda. Das kann's eigentlich keine Eifersuchtsgeschichte sein. Vielleicht ein Auftrag? Kannst du den Killer in einem alten Skoda vorstellen? Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Vorstellen kann ich mir alles. Ich muss gleich wieder. Ich war auch noch nicht beim Großvater von Philipp Weingart. Das muss einer von euch machen. Muss ich sonst noch was wissen? Dieser rote Kreis, den Philipp Weingart auf der Karte eingezeichnet hat. Woher willst du denn wissen, dass er das war? Nun lassen doch. Da steht eine Jagdhütte. Die gehört Bernd Trautmann. Und? Nicht weit weg vom Tatort. Na schön. Aber in Zukunft würden wir gerne wissen, wo du dich rumtreibst. In Ordnung. Das mit der Jagdhütte ist ein bisschen viel Zufall, oder? Ja, aber warum hat der Tote sie auf seiner Karte eingezeichnet? Ich bin schwanger. Von wem? Ihr könntet langsam mal aufhören, euch was vorzumachen. Warum hast du uns deinen Freund nie vorgestellt? Frag mal deinen Mann. Ja, dann frag ich ihn mal! Herrgott, nochmal, kannst du nicht aufhören? Nur weil wir beide... Weil er nicht ertragen konnte, dass ich einen Freund hatte. Ich sage, was hier los war, fliegt sowieso alles in die Luft. Du zerstörst unser Leben nicht. Seins zerstörst du. Meins ist schon kaputt. Ich warte. Dieses Mal ist es mehr als eine Liebschaft. Ja. Du willst mich nicht verstehen, ja? Ich rede von etwas anderem. Hast du deiner Pflegetochter zugehört? Wir können uns scheiden lassen. Das reicht mir nicht! Was willst du von mir? Ja. Was will ich eigentlich? Trautmann. Ja, nein, wir können reden. Ich komme raus. Was machst du? Draußen wartet dein Mann auf mich.
Und wer? Das geht dich nichts an. Der Mann ist tot. Ich weiß. Er ist erschossen worden. Was erwarten Sie jetzt von mir? Wie kriege ich den Tod von diesem Mann und den Auftrag von Ihnen, wie kriege ich das zusammen? Wollen Sie mich erpressen? Nein, will ich nicht. Sie können ruhig zur Polizei gehen. Daran hindert Sie niemand. Schicken Sie mir die Rechnung. Moment. Nicht so schnell. Und wenn ich die Rechnung über 200.000 Mark ausstelle? Sie können es ja mal probieren. Gut. Wem soll ich sie schicken? Ihrem Mann oder Ihnen? Das können Sie sich aussuchen. Wissen Sie, was ich finde, Frau Trautmann? Nein. Ihre Jagdhütte liegt zu nah am Tatort. Schicken Sie die Rechnung an meinen Mann. Für dich. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ist nur gegen Weingart ermittelt worden oder nicht? Oder wie oder was? Ich meine, das Ganze ist ziemlich unpräzise. Also gut, vergiss es. Nix gut, hierbleiben, ich hab was. Ein Skoda, Baujahr 65, Kennzeichen MER 1729, Halter Ronald Gerstner. Und was ist er? Privatdetektiv. Ist das ein Angebot? Interessant. Und der hat sicher im Auftrag observiert. Dann ist es vielleicht auch eine Beziehungsgeschichte. Ja, wird doch langsam. Schaut mal bitte folgenden Skoda nach. München ER 1728. 29. Ronald Gerstner, Privatdetektiv. Unterharinger Straße 74. Nee, gönnt er mir überhaupt nichts. Frau Trautmann ist in seinen Wagen gestiegen, vor ihrem Haus. Frau Trautmann, na bitte. Barbara Kress? Nein, nein, wir nehmen heute noch an. Ronald Gerstner. Jetzt ja richtig eilig. Wenn keiner was von mir wissen will, kann ich ja wieder gehen. Was wolltest du bei den Trautmanns am Haus? Ich wollte Frau Passau ihren Wagen zurückbringen, weil wir nichts darin finden konnten. Und ihre Tasche habe ich ihr gebracht. Was haben die im Wagen gemacht, Herr Gerstner und die Trautmann? Kommen Sie rein, Herr Gerstner. Danke. Na, mein Name ist Kress, meine Kollegen Rietenmann, Richter und Heimann. Nehmen Sie Platz. Danke. Um den geht es. Also, bei Mord hört es bei mir auf. Wir hatten schon Ihre Spur. Oh, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Ja, wollen Sie es nicht lesen? Nee. Von wem hatten Sie den Auftrag, die beiden zu observieren? Von Marlies Trautmann. Moment, Moment. Von Frau Trautmann? Ja. Wieso Frau Trautmann? Es ging um ihren Mann. Ich sollte beweisen, dass er was mit Viola Passauer hat. Der Pflegetochter? Ja. Und? Hatte er? Bis vor 8 Wochen ging das mit den beiden. Und dann hat sie Philipp Weingart kennengelernt. An der Uni, ein Physikstudent. Bernd Trautmann. Die haben eine Jagdhütte. Etwa 3 Kilometer vom Tatort entfernt. Gehen Sie beide zur Jagd? Ja, beide. Und sind beide hervorragende Schützen.
Guten Morgen. Guten Morgen, was machen Sie denn hier? Sie haben die Klingel abgestellt. Ja. Zu Viola können Sie nicht. Der geht's nicht sehr gut. Wir wollen auch gar nicht zu ihr. Wir wollen zu Ihnen. Und zu Ihrer Frau. Ja, dann kommen Sie bitte mit. Wie geht es Viola? Ich weiß es nicht. Sie will niemanden sehen. Guten Tag. Guten Tag. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ich kann Kaffee machen. Danke, nein. Können wir sonst irgendetwas für Sie tun, bitte? Soll ich Sie allein lassen? Nein. Warum? Sie haben eine Jagdhütte. Ja. Kannst du dich nicht setzen? Wir haben eine Jagdhütte, ja. Und die liegt nicht weit vom Tatort. Vom Tatort? Nicht weit weg von der Straße, wo jemand den Freund ihrer Pflegetochter vom Fahrrad geschossen und getötet hat. Ach, das wusste ich gar nicht. Das stand in der Zeitung. Können wir Ihre Waffe sehen? Ja. Ja, und warum, wenn ich fragen darf? Weil wir wissen, dass Sie seit Jahren ein Verhältnis mit Ihrer Pflegetochter Viola hatten. Ach, und aus Eifersucht erschieße ich dann den Freund von Viola. So einfach ist das? Oh, was glauben Sie, mit was für Motiven wir es manchmal zu tun haben? Dürfen wir erfahren, wo Sie gestern Vormittag waren? Ja. In unserer Jagdhütte. Hatten Sie Ihre Waffe mit? Ja. Meine Büchsflinte. Zeigen Sie uns Ihre Waffen. Haben Sie aus Ihrer Waffe gestern geschossen? Nein, habe ich nicht. Vorsicht, Kopf. So. Hier, bitte. Welche Büchsflinte ist Ihre? Die vierte von links. Nimm beide mit. Wieso meine auch? Warum nicht? Was sollte ich für einen Grund haben, diesen jungen Menschen zu erschießen? Er hat uns die ganze Zeit beobachten lassen, Philipp und mich. Denkst du, ich habe das nicht gemerkt? Das war ich. Es ging nicht um euch beide, es ging um meinen Mann und dich. Frau Passauer, ich würde jetzt gerne mit Ihnen alleine sprechen. Bitte. Du kannst ruhig schon gehen. Wenn Sie mir bitte die Futterale geben würden. Kommen Sie. Und? Was denken Sie jetzt? Gestern im Krankenhaus, da haben Sie mich belogen. Sie hatten einen Verdacht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll. Ich weiß nur, dass Philipp tot ist. Sie wollten Ihre Pflegeeltern nicht belasten, aber es geht nicht. Bei Mord geht das nicht. Sehen Sie wenigstens das an. Ja. Wir haben bei Ihrem Freund eine Landkarte gefunden. Da war die Jagdhütte rot eingezeichnet. Was hat das zu bedeuten? Ich habe den roten Kreis eingezeichnet. Philipp und ich haben uns da die ersten Male getroffen. Enttäuscht? Ja. Gehen Sie auch auf die Jagd? Nein, ich kann nicht töten. Ja, was denn, Leo? Du lässt sie einfach so alleine? Bleib sitzen. Die werden sich zerfleischen. Also Viola Passauer tut mir jetzt schon leid. Was soll ich machen? Also, weißt du, du machst mich irgendwie ganz nervös auf diesem Platz. Ja, dann mach mal. Trautmann sitzt vor dir. Na ja, lass mal was hören. Ja, also Herr Trautmann. Wir überlegen, ob wir nicht auch gegen Ihre Frau ermitteln müssen. Können Sie sich das vorstellen? Ich meine, müssten wir. Das ist Glatteis.
Meine Frau und ich haben uns auseinandergelebt. Daran trage ich große Schuld. Das war aber leider nicht meine Frage. Sie werden mich nicht dazu kriegen, dass ich meine Frau belaste, was den Mord betrifft. Hat sie kein Motiv? Das müssen Sie rausfinden, wenn sie ein Motiv hat. Nee, Kinder. Es gibt keinen Hauch von einem Verdacht gegen Sie. Das wissen wir. Apparat Kress. Jo. Ja. Okay, bis später. Riedmann. Aus dem Gewehr von Bernd Trautmann ist geschossen worden. Und es hat genau das Kaliber, mit dem Philipp Beingart getötet wurde. Na, dann hol den mal. Ich mach dir warme Milch mit Honig. Wir könnten das Baby vielleicht zusammen großziehen. Wer wir? Wir beide. Ich möchte hier nicht allein leben. In diesem Haus. Denkst du wirklich, dass Bernd Philipp getötet hat? Was soll ich sonst denken? Du hast uns beobachten lassen, nicht er. Warum schaust du mich so an? Ich finde deine Selbstsicherheit absolut widerlich. Das Kind, das ich bekomme, ist nicht von deinem Mann. Ja, bitte. Wir müssen Ihren Mann sprechen. Haben Sie etwas herausgefunden? Wir wollen Ihren Mann sprechen. Der ist nicht da. Und sagen Sie uns, wo er ist? Ich weiß es nicht. Er ist mit dem Auto weggefahren von der Stunde. Er war so durcheinander. Haben Sie ihn gar nicht gefragt, warum? Nein. Ich habe ihn nicht gefragt. Danke. Dino. Viola? Entschuldigung, sind Sie Viola Passauer? Ja. Ich muss Ihnen was sagen. Sie finden ihn vielleicht in meinem Apartment. Kirchstraße 42, er hat noch Schlüssel. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich weiß es nicht. Danke. Wo warst du? Ich habe dir nur Wasser gebracht. Wo willst du hin? In mein Zimmer und die Tür absperren. Viola! Es ist doch egal, von wem das Kind ist. Kannst du dich nicht setzen? Du machst einen ganz nervös. Eigentlich möchte ich mit der Bedienung noch mal reden, von der Gastwirtschaft da. Verstehe ich nicht. Den Detektiv haben wir doch schon abgehakt. Fingerspuren hast du genommen?
Habe ich, von beiden Waffen. Herr Trautmann. Guten Tag. Sie waren nicht zu Hause? Nein, nein, ich konnte nicht. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich konnte sie nicht ertragen. Ihre Blicke. Für beide Frauen steht doch fest, wer es war. Für Sie auch? Steht es für Sie auch fest? Na, aus Ihrer Waffe ist der tödliche Schuss abgegeben worden, auf Philipp Weilengard. So weit sind wir inzwischen. Ich habe nicht geschossen. Ja und? Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Was haben Sie am Vormittag gemacht? Die Futterstellen kontrolliert. Da gibt es einiges zu tun bis zum Winter. Hm, klar. Und weiter? Ja, als ich dann zurückkam zur Jagdhütte, war meine Frau da. Die, ja, die war da und hat auf mich gewartet. Boah, glaube nicht, dass Ihnen das hilft. Ja, aber es war so. Für mich geht es jetzt um sehr viel, ist das richtig? Ja. Wollen Sie Ihre Frau beschuldigen? Nein. Oh nein, das will ich nicht. Ich habe genug mitgespielt. Hätte sie ein Motiv? Wenn sie eins hätte, dann müssten Sie es herausfinden. Haben Sie Ihren Gang mit oder ohne Gewehr gemacht? Ohne. Wir können Ihnen das glauben. Aber wir müssen nicht. Gehen Sie denn öfter ohne Waffe ins Revier? Im Allgemeinen nicht, aber diesmal ja. Sie sind ein guter Schütze, sagt man. Und? Macht mich das gleich zum Mörder? Das denken Sie doch nicht wirklich. Na, ich bestimmt nicht. Werner, du kannst mal was machen für mich. Ich mache andauernd was für dich. Ja, das stimmt. Hol mir die Bedienung aus der Wirtschaft, ja? Sehr interessant. Und warum? Frag mich das in 2 Stunden. Na denn. Herr Trautmann, Sie können gehen. Erstmal. Wieso auf einmal? Nur einfach so. Mehr gibt's im Moment nicht. Haben Sie gewusst, dass Frau Passauer schwanger ist? Nein. Tun Sie mir einen Gefallen. Ja? Gehen Sie nach Hause, aber gehen Sie bitte nicht in das Apartment zurück. Ja. Ich bringe Sie runter. Guckst so. Nun sag was. Das ist ja wieder typisch, dass du den laufen lässt. Bist du so sicher, dass der es nicht war? Sicher? Überhaupt nicht. Ja, aber dann... Wenn er jetzt weiß, dass sie schwanger ist, läuft er uns nicht mehr weg. Und wenn das gar nicht sein Kind ist? Ist egal. Wenn er sie liebt, ist das egal. Wer liebt hier wen? Ja, geh weiter, was ist denn? Schick ja, ich den. Kann auch nicht spielen. Entschuldigung. Grüß Sie, Sie sind's. Ja, ich komm gleich. Wo Sie ist Hansen? Nein, aber wir brauchen Sie. Könnten Sie mitkommen in die Stadt? Und sonst geht's Ihnen gut. Sehen Sie, was da los ist. Wir brauchen Sie aber trotzdem. Morgen. Morgen haben wir dazu. Können Sie sich dieses Bild einmal anschauen? Komm's her. Kennen Sie einen von den beiden? Wo bleibt denn jetzt mein Bier? Ja, gleich. Wo ist Viola? Sie hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen.
Aus meinem Gewehr ist auf ihn geschossen worden. Jetzt musst du fragen, was machst du dann hier? Ja, frag ich. Auch eine? Nein. Sie halten mich nicht unbedingt für den Mörder, im Gegensatz zu dir. Nicht doch eine? Was heißt nicht unbedingt? Es hätte auch ein anderer sein können. Das heißt es. Stehst du schon lange da? Nein. Du bist schwanger? Ja. Aber nicht von dir. Schade. Es hat mich sehr glücklich gemacht. Wunderst du dich, dass ich hier bin? Nein. Nein? Wieso nein? Weil ich mir inzwischen nicht mehr vorstellen kann, dass du Philipp getötet hast. Und wer sonst? Warum sollte ich das tun? Aus Rache für die letzten Jahre, die ich dir gestohlen habe. Guten Abend. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Sie haben ein richtiger Aufmarsch. Ich muss ja wohl nicht dabei sein. Ich möchte aber, dass Sie bleiben. Frau Trautmann, Sie haben vergessen, uns zu sagen, dass Sie bei der Jagdhütte waren, als Ihr Mann seinen Gang durchs Revier machte. Das Gewehr Ihres Mannes war in der Jagdhütte. Es war in der Jagdhütte? Ja. Was? Nein. Mein Mann kam mit dem Gewehr von seinem Gang zurück. Herr Trautmann? Zwei Waldarbeiter können bezeugen, dass ich ohne Gewehr aus dem Revier kam. Und nun, Frau Trautmann? Sie glauben, dass ich den Freund meiner Pflegetochter erschossen habe? Es geht überhaupt nicht darum, was ich glaube. Ich mach das schon. Warum sollte ich das tun? Ihr Mann hat sich geweigert, uns zu helfen. Wir sollten das Motiv selbst finden. Das werden ja immer mehr. Inzwischen können wir uns ein Motiv vorstellen. Ich höre Ihnen zu. Sie wollten Rache nehmen an Ihrem Mann für ein Leben mit ihm, um das Sie sich betrogen fühlten. Das siehst du auch so? 10 Jahre Strafvollzug für Ihren Mann. Das wäre eine Rache gewesen für Sie. Du hast ihn umgebracht. Was ist, wenn ich Nein sage? Sie werden mir das nicht beweisen können. Vielleicht doch, Frau Trautmann. Ein paar Minuten, nachdem die beiden weggefahren waren, tauchten sie in der Pension auf. Aufgeregt und nervös, sagt die Bedienung. War ich das? Sie wollten nur von ihr wissen, wie lange die beiden schon weg sind und wohin sie gefahren sind.
Es tut mir so leid, dass ich... Frau Trautmann, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des dringenden Verdachts, Philipp Weingart ermordet zu haben.